Hier ist Ranja und willkommen zur letzten Folge von Minecraft Pets. Wir sind im Finale. Wir haben fast alle Runen hier eingesetzt. Yeah. Uns fehlt nur noch hier die kleine gelbe Rune vom Anfang von unserer Startinsel wahrscheinlich. Das ist bestimmt eine Mäuserune. Das ist bestimmt eine Mäuserune und nicht die von Blinky. Nein, nein. Oh, warte, ich habe sie gefunden. Du bist ein Clown. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Was auch immer hier oben reinkommt, wissen wir immer noch nicht, aber das wird sich bestimmt rausstellen, wenn wir einmal alles gelöst haben. Wir haben hier unsere Schatzkarte, die haben wir letztes Mal noch erkundet und wir werden uns jetzt aufmachen auf unsere Startinsel und gucken, ob wir irgendwo diese Rune aufspüren. Das kann ja nicht sein, dass wir die bis jetzt nicht gefunden haben. Was machen wir jetzt eigentlich, Ronja? Ich weiß nicht, wir suchen die Rune. Ja, wie sollen wir die denn finden? Wir haben die doch noch gar nicht. Ja. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich weiß nicht, wo sie sein könnte. In deinem Bett, du hast sie versteckt. Gibst du? Ich habe sie versteckt. Ja. Ich denke nicht. Hallo, 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 ich brauche das vielleicht noch. Na, weißt du, ganz sicher ist sie hier, ich bin mir ganz sicher. Ich denke nicht, dass sie da ist. Was passiert denn? Okay, dann muss sie hier sein. Ich schub sie hier gleich in dein Lager. Nein! Tut. Schade. Dafür habe ich dein Bett geklaut. Ach ja, stimmt. Naja, gut. Das ist, wie es ist. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich stell sie wieder hin. Danke, das ist voll lieb von dir. Kein Problem. Gab es hier nicht mal eine Höhle, wo wir schon mal waren? Ich wieder hingestellt, wo wir das Monster hatten. Ja. Ich glaube, du hast das ein bisschen schief hingestellt, kann das sein? Überhaupt nicht wahr. Nein? Du hast einfach was auf den Augen, glaube ich. Einen coolen Trenner dazwischen ist es jetzt. Ja. Okay. Hast du ein Problem? Oh, Entschuldigung. Nein. Ich habe meine Hand ausgerutscht. Oh, bevor wir es Was? Was ist das hier? Das hier ist der Merch-Laden. Beziehungsweise nicht Merch-Laden, das ist der Merch-Show-Raum. Wo wir unseren Merch haben. Es ist nicht wunderschön. Hast du mich eingesperrt? Ronja! Ronja, hier steht was! Ein Geist hat was hingeschrieben! Kauf mein Merch! Hervorragend! Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben einen wunderbaren Merch, den wir zusammen gemacht haben. Das hier ist mein Design, das hier ist Easy's Design. Die sind ähnlich, aber auch unterschiedlich. Da könnt ihr jetzt im Shop vorbeigucken. Der ist ganz oben in der Infobox, der Link nach wie vor. Ist der Merch erhältlich? Ihr kriegt dazu eine Autogrammkarte, die haben Easy und ich beide unterschrieben. Ist sehr süß. Ich bin, ja, nach wie vor großer Fan. Hier, kauft mein Merch! Ja, cool! Okay, dann, weißt du, wo es zu dieser Höhle reinging noch? Zu der Höhle? Willst du zur Höhle? Blinky, wir gehen jetzt in die Höhle, wie echte Mäuse. Abenteurer und Entdecker. Ja. Ist die hier unten? Ah ja, hier ist genau. Die Gruselmonsterhöhle. Okay, zieh dich an. Zieh dir deine Sachen an. Ich habe keine Sachen dabei, aber ist okay, ich brauche keine. Du hast keine Sachen dabei? Warte, nimm meine Hose. Ich habe keine mehr. Danke. Voll lieb von dir. Ich brauche auch keine Hose. Okay. Na dann. Warte mal, wo waren wir denn noch nicht? Wir waren, also hier links waren wir schon. Aber rechts waren wir noch nicht. Der ist aber auch sehr dunkel. Waren wir da noch gar nicht? Ich hab ja Fackeln. Du hast Fackeln. Willst du auch ein paar Fackeln? Ich will auch ein paar Fackeln, ja. Warte, hier, ich droppe dir ein paar Fackeln. Danke. Waren wir hier? Nee, hier geht's gar nicht lang. Hier unten? Da ist eine Sackgasse. Sind wir hier schon? Ja, das ist auch eine Sackgasse, Ronja. Das ist auch eine Sackgasse. Muss man da durchtauchen? Hier im Wasser irgendwo weiter? Wo ist das dunkel? Nee, hier kann ich aber auch keine Fackel setzen. Nee, unter Wasser kannst du keine Fackel setzen. Das habe ich gerade auch erkannt. Das nee, ich glaube, hier ist tatsächlich in der Tat nicht. Waren wir denn schon hier rechts auf der rechten Seite? Ich weiß nicht, links. Guck mal, hier nee, rechts waren wir noch da nicht. Schon? Rechts, nee, habe ich auch gerade gesehen schon. Pass auf, dass jetzt keine Monster kommen. Ich hoffe, du hast dein Schwert dabei. Klar habe ich mein Schwert dabei. Mal runter gucken. Hier ist wieder eine Sackgasse. Hier ist nur Wasser. Oder? Wollen wir mal gucken? Okay, wir tauchen. Unter Wasser. Ich habe Angst. Warte, hier geht's aber durch. Du irgendwas? Hier, warte doch, da hier hinten ist Licht. Ist voll dunkel. Boah, ist das dunkel. Ach, hier! Warte, ist hier was? Warte. Ah. Aber auf! Oh. Ich habe schon mal Fackeln hingemacht. Okay. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Guck mal, das bin ich ganz zurück bei der Insel. Oh, stimmt. Oh mein Gott. Pass auf! Das wird runterfallen! Oh, warte, hier hinten ist eine Kiste. Kiste? Das ist die Kalbrune! Die Kalbrune? Nein, wirklich? Ja! Oh mein Gott, das ist unsere letzte Rune, Easy! Yes, wir haben sie endlich gefunden! Okay, dann wieder zurück. Ich schwimme vor. Wobei, und es bleibt doch oben noch so ein Teil frei. Es bleibt frei. Oben noch ein Teil frei, das stimmt. Ja, das ist die Frage. Aber was müssen wir denn da reintun? Weil ich wüsste nicht. Es muss ja irgendwas Besonderes sein. Vielleicht passiert irgendwas, wenn wir die Runen einsetzen. Habe ich mir überlegt. Oder? Ich wär's. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt eine Falle und schnappt dich. Ja, vielleicht kommt ganz der viele Jäger. Igel. Ja. Auf, na, das wäre nicht so schön. Dann stopft er dich aus. Ich will nicht ausgestopft werden, bitte häng nicht. Häng dich an eine Wand. Hallo. Ich möchte gern heute Nacht noch schlafen.
in Frieden, wenig mit Angst. Musst du mit raus, oder? Ich komme mit raus, ich bin nur nicht so ein schneller Kletterer. Ach so. Ich bin auch, ja. Oh, Blinky, so. Hi! Wir sind hier oben, Ronja. Hinter dir, oben. Da hier. Seid ihr! Hier sind wir. Wusste ich! Okay, warte. Wieso ist Klettern so schwer für mich? Ich verstehe es nicht. Es fällt mir sehr schwer. Hallo, Blinky! Wir haben deine Rune gefunden, dankeschön. Möchtest du mitkommen? Wir gehen auf die... auf die sichere Heimat? Ja, ich glaub, Blinky will mitkommen. Oder? Davor wollte Blinky immer hierbleiben. Deine ganzen anderen Tierfreunde sind drüben. Also können wir vielleicht mit dir zusammen rüber. Wollen wir hin? Der Blinky hat sich festgeguckt. Blinky hat sich festgeguckt? Ja, ja. Ich geh schon mal vor. Kennst du das? Wir sollen Leute nicht stören, wenn die sich festgucken. Ich glaube, das ist bei Kühen auch so. Hä? Das haben wir noch nie gehört. Hä? Du darfst Leute nicht stören. Das Gehirn entspannt sich, wenn man sich festguckt. Wie, wenn man sich festguckt? Wenn man sich festguckt, kennst du das nicht? Nein, noch nie gehört. Wenn du dich festguckst. Ja, wo guckst du dich denn fest? Du guckst dich halt fest. Hast du das noch nie gehabt, Ronja? Ich weiß nicht, wovon du redest, nein. Na, oh Mann, Leute, ihr kennt doch festgucken. Hä? Man guckt sich fest, man guckt irgendwo hin und man kann nicht mehr weggucken, weil das Gehirn so abschaltet. Und du guckst dann einfach diesen Ort an. Junge Ronja, als ob du das nicht hast. Ich hab nie gehabt in meinem Leben. Als ob du das nicht hast. Hä? Google jetzt Wikipedia. Google jetzt Wikipedia, ich hab das noch nie. Manchmal starr ich in die Leere, weißt du, dass man so irgendwo hinstarrt. Aber da kann man ja weggucken. Das ist nur, weil man so ein bisschen raussaunt. Aber da guckt man nichts an. Da guckt man mehr so ein bisschen. Einfach nicht. Ja, genau, das meine ich ja. Aber man guckt nichts an. Nein, aber du schaust in die Leere, genau. Okay, so wie Blinky. Auch sei. Wir setzen jetzt Blinky. Blinky ist weiter Chorus drin. Mach's gut, Blinky. Du findest bestimmt ein schönes Gehege hier. Kannst gucken und zu. Blinky? Ich glaube, Blinky ist die ganze Zeit Chorusfrüchte. Hier, Blinky, schnapp dir noch mehr Chorusfrüchte. Damit kann die Rüstung ausziehen. Magst du mir eine Hose wieder. Oh ja, ich möchte dir deine Hose wieder geben, bitte schön. Blinky, die musst du anders essen. Die musst du so essen. Blinky, du kannst nicht richtig essen. So. Blinky, endlich. Blinky baut ihn nämlich immer ab. Schade, Blinky. Ja. Soll ich wieder auch noch rennen? Hi, Ronja. Hi. Bist du auch hier gelandet? Oh ja, was für ein Zufall. Oh, jetzt bin ich wieder vorne. Ha, Vorsprung. Erster bei den Runen. Ah, das ist unfair. Tja. Kann man nichts machen. Da oben, okay, ist ein Vögelchen. Blinky, such dir ein Gehege aus. Oder Vogel. Dann wir sind wieder zurück im Zoo. Wir sind zurück im Zoo. Letzte Rune. Ich bin gespannt, was passiert. Vielleicht passiert nichts. Ich habe unter den Kommentaren... Ronja, was ist das da? Was? Komm mal da unten. Willst du, dass ich runterfalle? Ich esse die Chorusfrüchte. Ich falle nicht runter. Lol. Ha! Ich glaube, du kannst gar nicht in die Leere gehen. Kannst du nicht? Das ist ja langweilig. Okay, setze die Rune ein. Yeah! Kein Bruder, wir haben alle vervollständigt! Woo! Aber es ist nichts passiert. Hier ist nichts oben eingekommen. Warte, da! Guck mal! Wo? Da ist eine Schatzkarte erschienen. Ist eine Schatzkarte erschienen? Ist das der Schatz, den wir schon so lange suchen? Der Schatz? Es muss der Schatz sein. Die gerippten Maulwurf, hörst du das? Nee. Doch, der war gerade Maulwurf. Okay. Warte mal, jetzt haben wir eine Schatzkarte und was machen wir damit? Vielleicht müssen wir da runtergraben, weißt du, wo die Stelle ist? Ja. Sand. Da ist doch nichts. Hier ist eine Kiste. Da ist eine Kiste? Und da ist ein Buch drin. Okay. Ein Buch, wow. Mhm. Und in dem Buch steht, herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle Tiere gefunden. Ihr fragt euch sicher, was der Schatz ist, den ihr hier sucht. Das frage ich mich in der Tat. Ihr haltet ihn bereits in den Händen. Als Belohnung, dass ihr alle Tiere gerettet habt, setzt den Schatz oben an den letzten freien Platz ein. Okay. Oh. Dann ist der Schatz, dass wir die dass ganzen alle Tiere, Tiere gerettet haben. Dass alle jetzt hier sind. Das, ja. Das ist wirklich ein Schatz. Das ist wirklich ein Schatz. Cool. Okay. Außer die Mücken. Die würde ich gerne ausschließen vom Schatz. Okay, ich setze ein. Dann haben wir es geschafft. Okay. 3, 2, 1. Und? Yeah! Yay! Oh, ich habe irgendwas bekommen. Warte mal, ich habe was bekommen. Hä? Ja? Ich habe Rüstung bekommen. Hast du auch bekommen. Rüstung bekommen? Ja, aber die sieht wild aus. Hey, die sieht voll komisch aus. Hä? Ich habe auch ein Schwert. Du hast ein Schwert? Ja, yeah, guck mal, ich habe ein Schwert. Du hast kein Schwert? Ich habe zwei bekommen. Hier. Dann gib mir mal eins. Danke. Hä? Hä? Okay. Machen das wir sieht gefährlich aus. Müssen wir vielleicht jetzt gegeneinander kämpfen? Nein, ich will nicht mit... Zum Glück ist die Rüstung stark. Ja, aber... Stimmt. Hm, ich weiß nicht. Genau. Aus irgendeinem Grund müssen wir die Rüstung ja bekommen haben. Das heißt,
Vielleicht sollen wir damit Achterbahn fahren. Meinst du? Ja. Ich denke das nämlich nicht. Ich weiß nicht. Also hier ist ja auch nichts. Nö. Wir haben die Sachen eingesetzt. Vielleicht können wir damit Tiere besser verteidigen oder sowas. Was? Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Easy. Moment mal. Ah, wunderbar. Was ist wunderbar? Was ist wunderbar hier? 100 Pro, guck dir den mal an, das ist der Jäger. Wenn das nicht der Jäger ist, dann weiß ich auch nicht. Alle Tiere vereint an einem Ort. Perfekte Voraussetzung für meine kleine Sammlung. Warte, war das ein Plan? Vielleicht hat er uns deswegen in Ruhe gelassen? Danke, dass ihr mir die lästige Arbeit abgenommen habt. Jetzt übernehme ich. Und er wird hinten fallen. Warte, nein! Er will die Tiere töten, Ronja! Ich weiß, dass er die Tiere töten will, er hat mich geschossen! Er hat doch nicht geschossen. Warte, ich sammle die Pfeile ein. Ich kann auch okay, schießen. Warte, warte. Ich kann jetzt Rüstung. Ich habe keine Angst. Der hat... Oh mein Gott, der hat eine Waffe. Oh mein Gott, Hilfe! Der hat eine Waffe. Pass auf, versteck dich. Ich gehe hinter ihn. Ich gehe hinter ihn. Nein, nein, wir haben die Rüstung. Los, Elefant, hol ihn! Los, Elefant! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott, was? Mit drei Pfeilen auf einmal? Hör! Ist ja ein richtiger Jäger. Ronja, oh mein Gott, du hast einen Pfeil im Kopf. Oh mein Gott. Ja, au, ich spür's. Au, aua. Oh nein. Okay, warte, was machen wir? Wir müssen kämpfen, nicht, dass er die Tiere tötet. Wir müssen kämpfen. Stimmt, stimmt. Wir müssen uns verteidigen. Oh, zum Glück haben wir die Rüstung. Attacke! Oh mein Gott. Jäger. Wieso hat der denn so... Ja! Yeah! Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, jetzt haben die Tiere auch keine Gefahr mehr. Wir haben ihn getötet, Ronja. Er ist weg. Wir haben ihn getötet. Oh mein Gott, aber das ist ja mies. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der uns machen lässt, weil der wusste ja, dass wir auf seiner Insel waren. Der hatte ja so einen Posten. Gibt jetzt Sinn. Aber jetzt macht alles irgendwie Sinn. Irgendwie kann ich nicht richtig denken. Irgendwas ist in meinem Hirn drin. Ah, du siehst auch irgendwie nicht gut aus. Irgendwas steckt da in meinem Kopf, oder? Ach. Nicht nur ein was. Es steckt mehrere. Mal bitte raus. Was in deinem Kopf. Zieh dran. Okay, ich zieh. Ah, nee, steck fest. Es geht wie im Hirn. Sorry, es geht nicht. Ah, okay, schade. Ah, verflixt. Tja, aber wir haben den Jäger besiegt. Die Tiere sind in Sicherheit. Ja gut, das war's dann aber mit diesem Projekt. Würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und ihr könnt vielleicht schon mal in den Kommentaren rätseln, was ihr denkt, was das nächste Projekt ist. Wir haben jetzt 1-2 Wochen Pause, weil die Easy im Urlaub ist, aber danach kommt ein neues Projekt. Yes. Könnt ihr euch schon freuen. Schon. Wir freuen uns. Allerdings. Auf jeden Fall. Alles klar, gut, dann sehen wir uns dann und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert Easys Kanal, wenn ihr das auch noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.